Die Slides habe ich auf Englisch gehalten, weil wir hier auch ein paar Leute haben, die das Deutsche nicht so mächtig sind, dass sie wenigstens auf den Slides mitfolgen können. Mein Name ist Nils Bracek und man kennt mich im Netz unter meinem Benutzernamen Nibra oder auf Twitter als Hippie mit PHP in der Mitte. Ich arbeite als Software Quality Consultant, das heißt, ich helfe Entwicklerteams, effizienter zu werden und dabei mehr Spaß zu haben. Ich entwickle seit 1983, bin also ein sogenannter Dinosaurier. Ich habe gearbeitet auf Mainframes, Amiga, PCs, alles, was damals so rumflog und bin eigentlich immer dran geblieben. PHP mache ich seit dem letzten Jahrtausend. Und habe dann, nachdem ich merkte, dass ich mal ein bisschen mehr, dass ich nicht mehr alles statisch immer ändern möchte, Content Management gesucht und bin nach langer Suche bei Mambu gelandet. Und bin auch dabei geblieben. Und für mich ist Clean Code etwas, was ich für sehr wichtig halte, weil das macht Code wartbar und verständlich und schnell und einfach besser. So, JoomlaX. Definiert den zukünftigen Stand von Joomla. Ursprünglich war das geplant als Joomla 4. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wenn man das richtig machen will, dann muss man an so vielen Ecken und Kanten Dinge verändern, dass man das nicht so ohne weiteres mit einem einfachen Update hinkriegen würde. Das wäre ein völlig neues System. Und das fanden wir natürlich alle nicht gut. Und deshalb haben wir das Projekt ein bisschen umdefiniert, haben aus der 4 ein X gemacht. Und gesagt, hier zeigen wir mal, wie man das eigentlich machen sollte. Weil vor 15 Jahren, als Joomla als Mambu entstand, da war das normal, da war das wirklich der heiße Scheiß. Das war das Beste, was man machen konnte, was man kannte. Aber in den 15 Jahren haben wir aber auch eine Menge gelernt. Das heißt, wir wissen heute vieles besser. Wir wissen aus den Problemen, die wir hatten mit Updates und so weiter, dass wir da auch irgendwas ändern müssen, dass wir es unempfindlicher machen müssen gegen Änderungen. Derzeit ist alles so miteinander verzahnt, dass wenn man irgendwo was ändert, kann da was kaputt gehen. Und das ist natürlich nicht haltbar. Und deshalb benutzen wir in JoomlaX also die State-of-the-Art-Architecture, also das, was man heute besten Wissens und Gewissens nehmen sollte. Und die Aufgabe von JoomlaX ist es, als so die Zieldefinition zu stehen, wo sich das aktuelle Joomla hin entwickeln soll. Da wollen wir irgendwann eines Tages landen. Neuer Code, der in Joomla reingebracht wird, in das aktuelle Joomla, sollte von vornherein so ausgelegt sein, dass er für Joomla X schon tauglich ist. Wir haben das jetzt für Joomla 4 gemacht für den Media Manager und sind gerade dabei, das für die Workflow-Komponente zu machen. Na, die sind also schon Wegbereiter für Joomla X. Existierender Code sollte im Laufe der Zeit so refaktorisiert werden, dass der, also umgebaut werden, modernisiert werden, dass er den neuen Paradigmen der neuen Architektur weitestgehend entspricht. Und das heißt im Wesentlichen Entkopplung. Das heißt, dass nicht mehr zum Beispiel die Content-Komponente irgendwas von Text wissen muss. Warum sollte die das wissen? Das soll Text verwalten, das muss sich der Content selber verwalten. Na, solche Geschichten. Na, und das endgültige Ziel ist, dass wir eines Tages so weit sind, dass wir sagen können, gut, die Lücke zwischen dem aktuellen Joomla und dem Ideal ist so klein geworden, dass wir mit einem Ein-Klick-Upgrade dahin kommen. Und erst wenn wir das können, und das ist Versprechen, erst wenn wir das können, machen wir Joomla X tatsächlich. Dann kriegt das eine richtige Versionsnummer. Na? Ansonsten, wenn wir das nicht hinkriegen oder wenn das zu lange dauert, wir betrachten das halt als den Leuchtturm, auf den wir hinarbeiten. Ja, dass wir so nah wie möglich rankommen. Das Ideal ist, dass wir es auch erreichen. Ja, aber das wissen wir noch nicht sicher. Ich glaube fest daran, dass das geht. Andere glauben es nicht. Wer recht hat, wird sich zeigen. Ja, das müssen wir darauf ankommen lassen. So, das Entscheidende in Joomla X ist eben die Probleme, die wir mit den Updates hatten und jetzt mit der 3.8, die auch teilweise wieder haben, komplett aus der Welt zu schaffen. Dass dieses Problem gar nicht mehr entstehen kann. Indem wir nämlich von vornherein dafür sorgen, dass jeder beliebige Teil von Joomla austauschbar ist, separat für sich. Ja, das heißt, wenn sich irgendwas tut an der User-Komponente, merken alle anderen Komponenten, auch Third-Party, die Extensions, merken nichts davon. Ja, die sprechen einfach mit dem User und wie der implementiert ist und was der intern macht, merken die überhaupt nicht. Müssen sie auch nichts von wissen, dürfen sie auch nichts von wissen. Ja, alles muss austauschbar sein.
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilen wird über so ein paar, ich habe noch ein paar Fachbegriffe eingestreut, über Kommandos, Abfragen gemacht und über sogenannte Ereignisse. Das heißt, ich teile einfach mit, ich habe den Benutzer sowieso gespeichert. Im Augenblick ist es so, dass die User-Komponente dann selber die Mail an den Benutzer und an den Admin schickt. Ja, das ist gar nicht deren Aufgabe, die sollen User verwalten, die sollen keine Notifizierung, keine Nachrichten verschicken. Dafür sollte es eine extra Komponente geben, die dann diese Nachricht bekommt, es gibt einen neuen User und die verschickt dann die Nachrichten. Weil das ist dann deren Aufgabe. No, und die Speicherung wird gemacht über sogenannte Repositories. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht mehr darum kümmern muss, wo ist das gespeichert, in welcher Datenbank. Habe ich da MySQL, habe ich da Postgres, habe ich da SQL-Server oder was auch immer. Oder habe ich da eine NoSQL-Datenbank oder habe ich da betrunkenen Affen am anderen Ende. Ja, ist völlig egal. Die Schnittstelle ist immer gleich. Das heißt, die Komponenten sprechen mit dem Repository, also dem Speicher praktisch, ne, also Lager, und fragen die Sachen an und kriegen die geliefert. Wo die herkommen, ist aber egal. Das bedeutet auch, dass Erweiterungen zum Beispiel kein SQL mehr benutzen. Brauchen sie nicht. Und das heißt, es wird auch einem Extension-Entwickler dann ziemlich schwer fallen, irgendetwas zu basteln, was die Datenbank kaputt machen könnte. Weil er kommt gar nicht mehr ran. Komponenten wissen nichts von der Eingabe und Ausgabe. Das heißt, die Komponente weiß nicht, bin ich jetzt normal als Webseite aufgerufen worden oder über die Kommandozeile oder über die Web-API. Weiß sie gar nicht. Geht sie auch gar nichts an. Die hat ihren Job zu machen. Die Eingabe wird von Joomla geregelt und der kriegt alles, was er braucht. Genauso mit der Ausgabe. Er produziert seine Daten und der Renderer, der für die Ausgabe zuständig ist, baut dann daraus entweder die Seite oder den JSON, die JSON-Antwort oder was auch immer, EPUB oder was man sich ausdenken kann. Ja, wir gewinnen dadurch also eine ganze Menge an Flexibilität, ohne dass der einzelne Extension-Entwickler irgendwas dafür tun muss. Ja, und zusätzlich ist, dass man am Frontend nutzen kann, was man will. Wenn man jetzt als Site-Integrator zum Beispiel lieber Foundation mag, ja, dann kann man Foundation nehmen. In seinem Frontend, das er baut. Weil Joomla selber da gar nichts mehr macht. So, das war jetzt auch alles, was an Technik ist, versprochen. Weil ich habe mal versucht, einen nicht so technischen Talk zu machen. Ich bin selber eigentlich als Software-Architekt auch immer auf dem hohen technischen Level und werde oft nicht verstanden. Und habe deshalb versucht, mal einen anderen Ansatz zu machen, nämlich euch zu zeigen, was habt ihr eigentlich davon? Ja, weil das ist ja das, was euch interessiert. So, nehmen wir mal den Site-Owner, den Administrator. Was hat der davon? Content wird strukturiert in Seiten. Wir haben jetzt irgendwelche Entitäten, sei das ein Content, sei das ein Event, sei das ein Contact oder ein User. Und die werden über Menü-IDs irgendwie dann mit ihren Parametern versehen. Ja, das sorgt dafür, dass wir mit dem Router immer wieder Probleme haben und ähnliche Geschichten. In Joomla X ist der Inhalt, und zwar egal was für welcher, über Seiten strukturiert, nicht über die Menüs. Das heißt, wir konfigurieren tatsächlich die Seite, die ich sehen will und sagen, was da drauf sein soll. Und der gibt man auch tatsächlich die URL, von der man meint, dass sie die haben soll. Das heißt, diese Seite soll erreichbar sein unter dieser URL. Und das ist es dann auch. Das heißt, es wird extrem SEO-freundlich. Dadurch, dass alles austauschbar ist, ist vieles auch verzichtbar. Ungefähr 95% der Webseiten brauchen gar keine Benutzer. Ja, warum soll ich eine Benutzerverwaltung haben, wenn ich nur einen Admin brauche? Und sonst alles andere nur Gäste sind. Ja, da muss ich mir nicht die User-Komponente mitführen, wo womöglich noch irgendwas passieren kann. Weil je mehr Code ich habe, umso mehr Angriffsfläche habe ich für Hacker. Ja, wenn Code nicht da ist, kann er nicht angegriffen werden. Das heißt also, man könnte eine User-Komponente machen, die einfach nur einen Admin kennt und sonst keine Unterschiede macht. Die wäre sehr simpel und macht es ganz einfach. Ja? Ja,
Wobei es da natürlich auch Platzhalter gibt für Gleichartige. Wenn ich also sage, ich möchte meinen Blog anzeigen, ja, dann sage ich, ich habe hier meine URL, das ist sowieso Blog, und dann soll da der Artikel hin mit dem Alias. Ja, dann, das ist ja, da kann ich ja im Vorfeld, oder kann ich natürlich, aber es ist Schweinearbeit, keine Seite zu basteln. Also möchte ich für jeden Beitrag eine separate Seite basteln. Nee, musst du nicht. Wenn die gleich behandelt werden, kannst du praktisch eine Schablone dafür machen. Und sagen, also alle diese sollen hier mit dargestellt werden. Das ist im Detail noch zu definieren, aber im Prinzip über den Mechanismus, wie jetzt der Alias ist, dass der da verwendet wird. Und ausschließlich der, weil der ja eindeutig sein muss. Sowas in der Art wird das sein. No? Dadurch, dass wir die Sachen so schön sauber getrennt haben, wird der Core eigentlich gar nicht mehr abgedatet werden müssen, sondern nur die einzelnen Komponenten. Das heißt, wenn wir irgendwas an einer User-Komponente verbessern oder sich da eine Sicherheitslücke zeigt oder sonst irgendwas, wird nur die abgedatet. Alle anderen merken nichts davon. Ja, auch die Extensions nicht. Wenn wir ein neues ACL einführen, ja, dann macht man Update auf das ACL, die Komponenten merken nichts davon, weil die mit ACL nur über eine Schnittstelle reden, die wohl definiert ist und die sich nicht ändert. Ja, wohl aber das ACL selbst. Das heißt, ich muss nicht mehr alles updaten, nur weil sich da irgendwo was geändert hat oder weil man eine Sicherheitslücke gepatcht hat, sondern nur eben diese kleine Teilkomponente. Und das gibt eben auch Sicherheit, dass solche Sachen mit diesen Updates, wie wir sie immer wieder erfahren haben, nicht mehr passieren werden. Ja, und dadurch, dass man im Regelfall, sage ich mal, es gibt Ausnahmen, aber im Normalfall wird man kein Backend mehr bauen müssen. Das gibt es automatisch. Ja, weil die Entitäten sind klar definiert und wie die zu verwalten sind, das ist wie könnt ihr euch vorstellen, PHP MyAdmin, kennt ihr vielleicht, zur Datenbankverwaltung. Das kann auch mit jeder MySQL-Datenbank umgehen, ohne was darüber wissen zu müssen, weil steht ja alles drin. Ne? Und so grundsätzlich von dem Prinzip wird das da auch laufen, dass das Backend dann da ist. Für Spezialdinge gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten, da einzugreifen und das Spezielle zu machen. Aber das ist das, was der Administrator davon hat. Ja? Er ist flexibler in dem, was er einsetzt. Er braucht nur den Code auf seinem Server zu haben, den er tatsächlich braucht. Und er hat wesentlich weniger Probleme mit Updates und solchen Geschichten. So, jetzt kommen wir zu dem, der die Webseiten baut. Also nicht nur die Inhalte verwaltet. Wir bekommen eine, idealerweise sogar tatsächlich mit Composer gemacht, aber das ist noch nicht raus, aber sowas in der Art, eine Abhängigkeitsverwaltung. Weil wenn ich verschiedene Implementierungen für die Userverwaltung habe, dann muss ich auch eine Möglichkeit haben, dazwischen zu wählen. Ja, nehmen wir an, wir haben eine Webseite, die sagt, ich brauche keine User und der installiert sich als Event-Komponente mit Buchungssystem. Dann sagt das Buchungssystem, ich brauche User, sonst kann ich nicht buchen. Ja, und wenn man das installieren will, kriegt man dann eine Auswahl, die sagt, okay, für diese User-Komponenten in Frage, such dir eine aus. No? Und wenn man mehrere angibt, weil das Composer-artig ist, das ist auch ein Skript, das schon mal ganz ausgewertet werden kann, kann man die raussuchen, die für alle passen. Dass man die Auswahl ein bisschen einschränkt und dann sagt man, den will ich haben und dann wird das installiert und es läuft zusammen und spielt zusammen. Ja, natürlich. Wie wird das aussehen? Angenommen, es wird irgendwas wie Composer oder sowas, kann man dann als Third-Party-Tool im Endeffekt sagen, hey, ich möchte jetzt, keine Ahnung was, wegen irgendeiner anderen Komponente, wo ich mir was von SQL ziehen muss, installiere die Leute in D-Wahl oder sonst irgendetwas. Also kann ich dann quasi auch normale WAP-Komponenten dort mit reinbringen? Ich weiß, D-Wahl ist jetzt eine schlechte Idee, aber... Ja, ich meine, das ist eh schon drin, weil das ist die Basis. Genau, ja, ist aber... Wird sowas dann im Endeffekt möglich sein oder werde ich das dann quasi, weil es würde Sinn machen, dass das quasi an einem zentralen Ort ist, dass wenn mehrere Komponenten auf die gleiche zugreifen, werden die nicht quasi in mehreren Vendor-Verzeichnissen. Ja, das macht Sinn. Das ist eine Sache, die wir bisher noch nicht wirklich bis zu Ende diskutiert haben. Also da sind noch Möglichkeiten offen, wie wir das machen können. Wenn das tatsächlich sich herausstellt, dass das Sinn macht, dann werden wir das wahrscheinlich auch tun.
Ne? Nur dann wird es darauf hinauslaufen, dass es meine Befürchtung, dass der eine sich die ganzen Sachen von Zend holt und der andere von Symphony und wir dann wirklich wieder alles doppelt und dreifach haben. Ne? Also das ist eine Gefahr, die ich da sehe, weshalb ich da ein bisschen Vorbehalte habe. Aber die kann man vielleicht ausräumen, das ist diskutierbar. Oder man macht halt einen eigenen Paketmanager, der für den Composer kompatibel wäre. Wie auch immer. Wie gesagt, also das ist so die Skizze, was tatsächlich dabei rauskommen soll für euch. Die an vielen Stellen sind Details noch nicht geklärt. Ne, da können wir noch vieles machen. Aber was eben auch hier dann ganz interessant ist, man kann, wie diese Composer-JSON, aufschreiben, was man für Komponenten da drin haben will und schickt einfach nur dieses Ding da hoch mit dem entsprechenden Installer, eventuell sogar tatsächlich Composer und sagt so, bau mal. Und dann baut er das tatsächlich auf den Server, dass man es nicht per FTP oder so hochladen muss. Dadurch, dass, hatte ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, Joomla X nicht nur von Haus aus Webseiten beantwortet, sondern auch Web-API und vor allen Dingen Kommandozeilen, bedeutet das, dass Joomla X durchgängig scriptable ist. Das heißt, man kann ein Shell-Skript schreiben und feste Abläufe machen. Ja, das ist gut, um regelmäßige Dinge per Cronjob einfach laufen zu lassen. Oder um Installationen zu vereinfachen oder was auch immer. Ja? Jede Funktion, die in Joomla aufrufbar ist, in Joomla X, lässt sich auch über die Kommandozeile aufrufen. Die Web-API gibt es aus der Box, das heißt, man muss nichts dafür programmieren, dass die Daten, die man über seine Komponente zur Verfügung stellt, auch über Web-API zugreifbar sind. Ja, natürlich sollte man dann auch ein ACL installieren, damit nicht alles ungefiltert rausgeht. Aber das ist wieder die Entscheidung des Site Integrators. Das ist nichts, was Joomla vorschreibt. Standardmäßig können alle das. Ja, wenn man es einschränken will, muss man das halt tun. Ja, aber die Interoperation, und das ist ja das, was wir merken, das ist am Kommen. Ja, es gibt immer mehr Dienste, die zwei andere Dienste einfach irgendwie kombinieren. Ja, und auf der Ebene können wir dann voll mitspielen. Am Frontend kann man wirklich einsetzen, worauf man lustig ist. Das heißt, der Site Integrator kann das Tool benutzen, mit dem man am vertrautesten ist. Ja, man ist nicht gebunden an Bootstrap 2 oder bei Joomla 4 auf Bootstrap 4. Ja, weil das ist ausgabeseitig, da ist nur der Renderer für zuständig, im Idealfall sogar nur das Template. Ja, das heißt, diese ganze Geschichte, alles was da besonders ist, ist im Template. Weil ich sage einfach nur, wenn ich so ein Content-Element beschreibe und sage, ich brauche hier was für meine Extension, was Spezielles, definiere ich ein Content-Element, das wiederum aus Basiselementen zusammengesetzt ist. Ein so ein Basiselement ist ein Akkordeon. Das heißt, ich brauche ein Akkordeon mit den und den Sachen drin. So, und das ist das, was da rausgeht, mehr nicht. Ja? Das Template ist dann dafür zuständig, daraus was Brauchbares zu machen. Aus Joomla selber heraus kommt dazu nichts weiter. Da steckt alles dann komplett im Template, volle Kontrolle. Da, wo sie hingehört. Nicht irgendwo kreuz und quer verteilt. Ja, das heißt also, ihr habt Möglichkeiten bei einer Seite, weil ihr da was ganz Spezielles gebaut habt und das muss Bootstrap 2 bleiben. Na, weil das viel zu viel Aufwand wäre, das zu portieren. Könnt ihr hinterher in der Installation immer noch alles updaten und das Template behalten. Ne? Macht nichts, geht. Und dann habt ihr vielleicht gehört, es gibt so eine Gruppe, die nennt sich PHP Fig, das ist die Framework Interoperation Group. Die kümmern sich darum, für gewisse Schnittstellen allgemeine Standards zu definieren. Es gibt solche für Container, wie sie benutzt werden sollen, es gibt sie für Logging, es gibt sie für HTTP-Messages und so weiter. Die implementieren wir auch alle. So, das heißt, ihr könnt dann im Prinzip, da wir einen ganz normalen HTTP-Stack benutzen, wie er dort definiert ist, könntet ihr irgendwelche Middleware, so nennt sich das Zeug, was man da reinpackt, technisch gesehen würden wir das Plugin nennen, könnt ihr damit reinpacken und könnt die Funktionalität benutzen, die Laravel sich ausgedacht hat. Könnt ihr einfach mit reinpacken, geht. Ja, weil das dieselbe Struktur hat, dasselbe Interface bedient, deshalb kann man diese Sachen einfach mit reinnehmen. Ohne dass man da irgendwelche Klimmzüge machen muss. Ja, das heißt also, für euch als Zeitbilder bedeutet das, dass ihr wesentlich effizienter Sachen zusammenstellen könnt,
kriegt auch von dem Installer dann die Hilfe, wenn irgendwas fehlt. Er sagt, ihr braucht noch das und das, damit das läuft. Und ihr könnt das Ganze weitestgehend automatisieren und so weiter und so fort, sodass euer Leben da erheblich einfacher wird. So, und jetzt kommen wir zu denen, die diese Extensions bauen. JoomlaX hat eine sogenannte orthogonale Architektur. Das heißt, wir unterscheiden ganz strikt einmal zwischen dem, was die Komponente eigentlich tun soll, wie zum Beispiel die User-Komponente soll Benutzer verwalten. Ja? Content-Komponente soll Artikel verwalten. Weblinks soll Weblinks verwalten. Wenn ich jetzt irgendwelche zusätzliche Funktionalität da drauf haben möchte, wie zum Beispiel Kategorisierung, Versionierung, ACL, also Zugriffskontrolle, oder man kann sich da einfach Benachrichtigungen zum Beispiel, wenn ein Benutzer gespeichert wird, im Augenblick macht die Benutzerkomponente eben die Mail an den Benutzer, die Mail an den Admin, ist nicht deren Aufgabe. Ja, die soll einfach nur sagen, es gibt einen neuen User und zack, die Benutzer, die Benachrichtigungskomponente macht das. Das hätte nämlich wieder den Vorteil, dass wir da E-Mail-Templates frei als Content auch definieren können und das editieren können und nicht über Sprachdateien machen müssen, zum Beispiel. Ja, das eröffnet so einen ganzen Haufen Möglichkeiten. Ja, und diese orthogonale Architektur hat zur Folge, weil die Kommunikationswege definiert sind und die meisten sogar automatisch implementiert sind am Ende jeweils, dass diese zusätzliche Funktionalität auch wieder automatisch kommt, ohne dass man extra auch nur eine Zeile Code dafür schreiben muss. Ja? Nehmen wir an mit der Kategorisierung, Kategorien, das ist eine horizontale Komponente. So, und jetzt sehe ich ja, wir hatten ja früher diesen Idea-Pool, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da war eine der Forderungen immer wieder, wir brauchen Multikategorie. Ja? Mit Telling würde das ja nicht gehen, weil das ist ja ganz was anderes, wir brauchen Multikategorie. Gut, jetzt könnte man hingehen und schreibt für das Interface eine Implementierung, die eben Multikategorie zulässt. Das ist ja möglich, die kann man sich dann installieren, dann hat man das. Und dann auch für alle. Für alle Komponenten durch die Bank, automatisch. Natürlich kann man das konfigurieren, weil man für die eine oder andere Komponente das vielleicht nicht braucht und nicht haben will. Aber das geht. Man muss sich also als Entwickler nicht mehr um diese Belange kümmern, die nicht nur ein selber was angehen, sondern alle Komponenten, weil man die automatisch dazu bekommt. Das heißt, meine Komponente hat mehr Funktionalität bei wesentlich weniger Code. Ja, dieses ganze CRUD-Zeug, also das Schreiben und Lesen aus der Datenbank, dafür muss man gar nichts tun. Das heißt, wenn man tatsächlich nur so eine hat mit einer ganz tollen Datenstruktur und will die gesondert speichern, aber hat sonst keine Business-Logik mehr dabei, die irgendwas Besonderes tut, dann reicht es im Prinzip, eine XML-Datei anzugeben, kann auch JSON sein oder so, aber so eine Datei anzugeben, die beschreibt, wie diese Entität aussieht, was das Ding, ne, wie das strukturiert sein soll, welche Beziehungen es zu anderen gibt, und das war's. Den Rest weiß dann das System. Spannend wird es natürlich erst dann, wenn da zusätzliche Logik reinkommt, wenn man so bestimmte Dinge machen kann, wie buchen oder so. Na, dann fängt es auch lustig zu werden. Weil dann ist es wieder Programmieren. Ja, weil das ist genau das. Die Business-Logik ist das, worum sich dann der Entwickler noch zu kümmern hat. Man definiert seine Entitäten, also meinetwegen XML-Datei, und implementiert darauf die Business-Logik. Die wiederum muss von Joomla nichts wissen. Die muss nur wissen, wie man mit diesen Entitäten umgeht. Ja, wenn ich also mit dem User irgendwas mache, die macht dann irgendwas mit dem User. Muss so gut wie nie auf irgendwas unterhalb aus Joomla zugreifen. Und wenn, dann über eine definierte Schnittstelle, sodass das einfach austauschbar ist. Ja? Das hat den Vorteil, dass man diese Komponenten, die man da macht, auch in anderen Umgebungen benutzen kann. Das heißt, ein Extension Developer bekommt einen größeren Markt. Weil man mit relativ wenig Aufwand diese Dinger benutzen kann, diese Business-Logik-Komponenten oder Klassen, meinetwegen auch in Drupal einsetzen kann. Ja, aber ist ja auch PHP, mehr ist es ja nicht. Ja, und da die wirklich sich nur um ihre Entitäten kümmern und nur an wenigen Stellen mit der Außenwelt reden, muss man nur für diese wenigen Stellen ein bisschen Glue-Code schreiben, um das woanders laufen zu lassen. Das heißt, die Extension-Entwickler bekommen einen wesentlich größeren Markt. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass wir überall diese Interfaces haben, haben wir eine totale Entkoppelung und das macht die Software auch wesentlich leichter testbar. Das heißt, wir bekommen im Endeffekt eine höhere Qualität. Ja, ohne dass man sich da sehr anstrengen muss.
Die Ausgabe wird definiert über sogenannte Content-Elemente. Das neue Schlagwort dazu ist Web Components. Das ist derselbe Stil, wobei Web Components speziell das Zeug mit JavaScript ist. Die Content-Elemente aber etwas weitergreifen, nämlich auch dumme Objekte erlauben. Ja, das benutzen wir hier einen anderen Begriff. Ist aber im Großen und Ganzen dasselbe. Ja, das heißt, man hat so kleine Einheiten, die in ein Template reinkommen, als Block, als Lego-Stein, kann man sich so vorstellen, aus dem man sich das zusammenbaut, was man gerne haben möchte. Ja, das heißt aber auch, dass ich als Extension-Entwickler nicht mehr gucken muss, so, in welchem Template bin ich jetzt, was für ein Framework habe ich da zur Verfügung. Ich muss da jQuery, da muss ich MooTools, ja, hier BS2, da Bootstrap 4, ist weg. Ja, damit hat man als Extension Developer nichts mehr zu tun. Mit dem Kram muss man sich nicht mehr rumschlagen. So, wenn man das also mal zusammenfasst, haben wir also eine ganze Menge neuer Vorteile. Ja. Interessanterweise ist viel Ability dabei. Das ist genau das, was es soll. Es soll euch enablen, also euch ermöglichen, die Sachen zu tun, wo ihr die Expertise habt. Es soll euch nicht im Weg stehen. Es soll euch erlauben, das zu tun, was ihr gut könnt. Und euch daran hindern, aus Versehen irgendwas kaputt zu machen. Ja, das ist so das Wesentliche, was so die Absicht hinter diesem ganzen Kram ist. So, es gibt jetzt hierzu noch ein paar Resources. Die sind einmal auf dem Volunteersportal und der Joomla X Working Group. Da dürft ihr gerne reinstoppern. Und wenn ihr meint, dass ihr mitreden wollt, seid ihr willkommen. Tut das. Weil je mehr Input wir kriegen, umso weniger machen wir falsch. Ja? Weil auch wenn ich zum Beispiel recht viel Ahnung habe, ich habe 40 Jahre Erfahrung in der Programmierung, hindert mich nicht daran, Dinge zu übersehen oder irgendwas falsch einzuschätzen. Ja, ich brauche das Feedback und wir können auch gut ein paar Hände und Köpfe vor allen Dingen auch gebrauchen, um das wirklich zu dem neuen geilen Scheiß zu machen. So, es gibt noch ein paar andere Joomla-X-Sessions, die meist mehr technisch sind, die ihr euch angucken könnt, teils auf Deutsch, teils auf Englisch. Und wir haben auch noch unsere Clip-Gruppe, in der wir diskutieren. Auch da seid ihr willkommen. Da dürft ihr gerne mit reinschnuppern und mitreden. Da passiert im Moment nicht sonderlich viel, weil ich in letzter Zeit hauptsächlich politisch unterwegs war und dafür sorgen musste, dass im Product Department, früher im PLT, JoomlaX auch tatsächlich als vollwertig akzeptiert ist. Und das ist erreicht. Also das ist jetzt tatsächlich offiziell Joomla-Zielsetzung. Das ist nicht mehr jetzt nur mein Ding. So, und auf GitHub haben wir mehrere Repositories, an denen gearbeitet wird, wobei die demnächst umziehen werden auf den GitHub-User oder die GitHub-Organisation Joomla-X. Ja, damit das alles ein bisschen mehr beieinander ist. Ja, aber interessant ist hier, also für mich finde ich besonders interessant, ist der zweite hier in der Liste. Das sind die Standards. Da ist eine bisher noch im Vorschlagstatus befindliche RFC-Prozedur drin. Das heißt, dass man dort erstmal die Features diskutiert und wirklich durchdenkt, bevor man anfängt, irgendwelchen Code zu machen. Ja, das soll also wirklich ausführlich diskutiert werden und soll geschrieben werden, warum brauchen wir das? Was für Alternativen gibt es, warum nehmen wir die nicht, warum machen wir das so und nicht anders, sodass wir da wirklich Hand und Fuß haben und dann soll die Entwicklung da anfangen. No? Da ist für die Content-Elemente schon mal eins drin, da kommt demnächst noch ein paar dazu, für ACL und für was kann ich glaube den Workflow wollten wir da machen. Also da wird einiges passieren demnächst, lohnt sich also da zu gucken, weil das ist auch da, wo ich möchte, dass ihr alle, wenn ihr Ideen habt, wie viele neue Features und so weiter, dahin geht und das da macht. So, gibt es dann Fragen? Ja. Ich denke so als Template liegt ja daran, dass Templates ja dann dafür, dass sie viel mächtiger werden müssen. Das, weil wir schon mal vor Ja und nein. Letztlich wird alles zurückgeführt auf eine Handvoll Basiselemente.
Ja? Ein Akkordeon ist ein so ein Ding, ein Slider ist ein anderes solches Ding. Dafür musst du im Template prinzipiell Code zur Verfügung stellen, damit das dargestellt werden kann. Für alle diese Content-Elemente, die auch noch definiert werden müssen, statt in der Liste, ne? Da gibt es auch Content-Elements für, die müssen alle noch definiert werden. Da müssen für diese Content-Elemente müsst ihr Code liefern, für alle anderen aber nicht. Weil alles andere wird daraus zusammengesetzt und ihr kriegt das dadurch auch wieder automatisch. Das heißt, wenn ihr irgend so ein Compound-Objekt habt, ja, weil ich der Page-Builder, den ich da angefangen habe, dafür habe ich mal beispielsweise ein Element, den Template-Selector, definiert, aus Basiselementen. Um den brauchst du dich in deinem Template nicht zu kümmern, weil der nimmt ein Akkordeon und der nimmt eine Linkliste. Ne, in dem Akkordeon sind Linklisten und das war's. Die sind in deinem Template ja definiert, weil das sind Basiselemente. Also fürs Frontend editieren muss ich dann den editierbaren Bereich auch mit ins Template bauen. Weil mir das dann Joomla nicht mehr mit ausliefert. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht ja. Ich habe noch eine Frage. Ist überhaupt schon Code geschrieben worden? Ja, es gibt schon eine ganze Menge Code. Das ORM zum Beispiel, diese Datenbankzugriffsschicht, ist relativ fertig. Ich benutze sie sogar tatsächlich schon in Produktion. Ne, also so fertig ist sie schon. Aber auch da gibt es noch ein paar Ecken. Es gibt einiges an Code da drin, was man sich angucken kann. Das war das erste in der Liste. Könnt ihr euch hier nochmal angucken. Das ist das Pythagoras-Repo. Da ist wirklich schon eine ganze Menge drin, aber lange noch nicht alles. Ne, da gibt es noch viele Baustellen, wo man noch was machen kann und wo man noch beitragen kann, natürlich. Ne, aber da gibt es vieles, was man sich schon angucken kann, ja. Auf jeden Fall. Sonst noch? Gut, dann sind wir mit der Zeit ja auch soweit durch. Na, dann sage ich vielen Dank fürs Interesse.